Okay, was geht ab? Motrip, Miles, vis-à-vis, Live aus L.A., gebt euch. Meine Wohnung nicht bezahlen, komm und sag mir, was ist Rap für dich? Rappen, davon träumt ich schon immer, ich mach Rap, damit ihr euch an mich erinnert. Zeller, sag mir, was ist Rap für dich? Rap ist eine Art Therapie, stell dich hin, rap dein Part ein und flieg, komm und sag mir, was ist Rap. 16 Bars TV, heute mit Motrip, vis-à-vis und Miles, beziehungsweise der Wiedergeburt von wem? Loriot, sagst du, anscheinend. Wir hatten so das Gefühl gerade, als wir uns hier so ein bisschen unterhalten haben vorher. Loriot, der große Mobs-Fan, der Rest in Peace, ne, ist jetzt wieder da. Und wo befinden wir uns hier gerade? In L.A., im Paul Nizas Studio und Marex und Sezzles. Werdet ihr bald mehr erfahren. In meinem Studio, wo wir bald mein Album aufnehmen und ich freue mich drauf. Wie findest du es hier? Ich finde es auf jeden Fall schön, es ist ein bisschen warm hier. Das liegt an... Hast du mit Absicht vorher die Heizung angemacht? An der Heizung. Wir dürften ja hier tatsächlich gerade leider ohne Publikum ein wenig schon in die Beats reinhören. Was ist das für ein Gefühl? Du hast jetzt so die ersten Beats zumindest schon mal fertig. Wie fühlst du dich gerade so in der Albumproduktion? Also ich habe Gott sei Dank, warte mal, jetzt will ich was essen oder trinken. Ich habe Gott sei Dank noch nie solche Beats in meinem Leben gehört und kann deshalb ernsthaft sagen, das sind die krassesten Beats, die ich jemals gehört habe. Es liegt natürlich auch wahrscheinlich an diesen wahnsinnig kleinen Boxen hinter uns. Aber ich bin sehr stolz darauf, weil wenn es jetzt irgendwas wäre, würde ich sagen, kommt Jungs, wir müssen weitermachen, wenn es was Besonderes ist, aber es ist was ganz Besonderes. Du hast ja auch was gehört, sag mal, was hältst du von den Beats? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Angst, dass ich einen Trommelfellriss bekommen habe, weil die auf jeden Fall ganz schön drücken, im positiven Sinne. Das muss man dann den Jungs verdanken, die haben echt unfassbaren Sound. Sowas habe ich noch nie gehört in Deutschland, auf jeden Fall, ist krass. Du hast ja nicht nur Grund, deine Beats zu feiern, es gibt auf jeden Fall auch einen anderen Grund, über den wir jetzt, glaube ich, auch endlich mal offiziell sprechen können. Deal. Wo ist der Sekt? Wo ist der Daimhard? Wir haben nur Wolwig. Willst du was? Wir haben tatsächlich Sekt hin. Hey, wenn, dann musst du ja feiern. Und oh, ne. Wir haben noch keinen Grund zu feiern. Also ich finde ja so ein Deal und so ein Vorschuss und so ein Kram, das ist ja immer nur der Beginn von etwas. Jetzt geht die Arbeit los. Man sollte nicht den Fehler machen und jetzt den Nagel schon, alles an den Nagel hängen und feiern. Und jetzt geht's erst los und ich feiere, wenn mein Album rauskommt. Nicht jetzt, wenn es chartet oder wenn es erfolgreich ist. Wenn ich mein Album raushaue, dann habe ich einen Grund zu feiern. Und dann ist eh fast mein Geburtstag und dann werde ich feiern. Wann hast du Geburtstag? 7. März. Okay. Das ist ja schon mal eine Richtung, mit der wir was anfangen können. So, du hast jetzt einen Verlagsdeal, der ist ja schon seit längerem bekannt. Jetzt dürfen wir auch offiziell über den Major-Label-Deal sprechen. Vielleicht kannst du ja zuallererst mal erklären, was der Unterschied ist. So, der allgemeine Rap-Hörer weiß sicherlich nicht so wirklich, was ist Label-Deal, was ist Verlagsdeal. Also, natürlich ist es auch sehr kompliziert, aber mal die einfachste Form, wie ich sagen kann, ist so, der Verlag kümmert sich um die GEMA. GEMA ist das, was, nicht nur, siehst du, da fängst du schon an, aber wenn du CDs verkaufst und das Geld, was du von der GEMA kriegst, das kannst du dir da auszahlen lassen, du gibst einen gewissen Prozentsatz ab und kannst auch selber machen, sehr kompliziert. Die besorgen dir auch Schreibjobs sonst. Ist halt ein Verlag, die schätzen, was machst du wohl die nächsten 3 Jahre oder so, geben dir das im Vorschuss halt, im Vorhinein. Ein Label gibt dir, je nachdem wie es dich sein, Künstlervertrag, Bandübernahme, weißt du, das ist so facettenreich. Kriegst du Produktionsgeld, machst dein Album für 2-3 Alben oder 2-3 Jahre, je nachdem, wie man den Deal hat. Ich habe einen sehr geilen Deal bekommen bei NFI, coolerweise. Und dann kriegst du Label-Vorschuss halt zum Arbeiten, Verlagsvorschuss, nenn ich zum Leben. Und dann kannst du Musik machen halt, unbeschwerter als vorher, weißt du. Aber der Unterschied ist ganz klar, das Label kümmert sich mit dir um das Album, die machen auch mit dir, die besprechen die Covers, Videos, Songs, alles, weißt du? Und der Verlag so freut sich, wenn es läuft, so, aber ist im Prinzip, macht die Schreibaufträge im Hintergrund klar oder hält dich auf dem Laufenden, was Verkaufszahlen und so. Also die haben da halt den Plan auch im Rechtlichen und machen die ganzen GEMA-Sachen, weißt du, was musst du nichts machen? Ist nice so. Aber viel mehr als das weiß ich selber nicht. Also das ist halt im Groben das Label und der Verlag. Du kannst es auch getrennt machen, das muss nicht beides bei Universal sein und es gibt aber so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel eine eigene Edition bei Universal. Das ist nochmal ein Unterschied. Du kannst nur im Verlag sein. Wir haben sowas wie einen kleinen eigenen Verlag. Wir können vielleicht auch Künstler da reinnehmen, helfen rauszukommen und so. Weißt du, das gibt sehr viele Unterschiede. Du merkst schon, leicht überfragt. Das klingt jetzt alles auch ganz unromantisch und businesstechnisch. Wir können ja mal über das Emotionale sprechen.
Wie war es jetzt auf einmal? Das klingt ja alles relativ groß. Also vielleicht kannst du ja auch nochmal darüber sprechen, wie kam dieser Kontakt zu dem berühmten Neffi zustande? Was glaubst du, wieso hat er sich für dich entschieden? Neffi ist berühmter als ich, war. Also Justin Bieber hat sich sehr geehrt gefühlt, ihn heute hier mal kennenzulernen. Justin. Wie kam der Kontakt? Nach Cover My Song, Peace an Cover My Song und an alle, die damit zu tun hatten, kamen ganz viele Anrufe. Also bei Albtraum brodelte es bereits, kamen einige Anrufe. Nach Cover My Song war alles vorbei, die Majors riefen an. Neffi nicht, ich will nicht lügen, also es ist nicht so, als ob jetzt Neffi am nächsten Tag angerufen hat, aber sofort war man auch mit Universal im Kontakt und ich meinte, dann würde ich da gern doch mit Neffi reden. Er hatte coolerweise aber dann auch sehr Bock. Und wie kam das? Über Pongs, Florian Pongs ist mein Manager, King. Er hat mir einen Splash-Auftritt klargemacht, auch Cover My Song hat er klargemacht, wovon mir einige Leute noch abraten wollten kurz vorher und ich finde, das war ein sehr guter Schritt. Dann kam das halt alles, er redet auch für mich, er managt mich halt auch sehr gut und dann haben wir uns für Universal entschieden und sind jetzt da, wo wir sind, dass wir in dem geilsten Studio aller Zeiten das hoffentlich geilste Album, was Deutschland jemals gesehen hat, aufnehmen. Und hier in L.A. In L.A. und da hat Pongs viel mit zu tun, dass es so ist, ganz viel. Den kenne ich übrigens über Cinch, um das mal ganz kurz vorzuführen. Cinch ist mein Homie aus Hamburg, ich grüße dich. Und Vito und Ken Kenney, der managt die Jungs auch ein wenig oder hat es und das sind gute Freunde, die haben mir den ans Herz gelegt. Viele Manager wollten den Job machen, ich habe mit einigen Leuten geredet und er ist wirklich Familienvater, guter Mann. Ich vertraue ihm sehr und das habe ich nicht bei viel oder bei keinem anderen geschafft und es hat sich bis jetzt nur bewahrheitet. Also Splash, Nike, Cover My Song, Universal Deal, also was soll ich sagen? Natürlich hängt es auch mit mir zusammen, aber vorher, als ich das mit meinen Jungs jahrelang gemacht habe, haben wir es einfach so strukturlos, weißt du, wir haben einfach Musik gemacht, immer mit dem alles für einen Song, also das Beste immer für den Moment, aber nicht so weit vorausgedacht. Und man kann so viel planen und machen und sollte man tun. Kann ich jedem empfehlen, jedem Künstler, der gut ist und sich fragt, warum geht es nicht voran, bringt Struktur da rein und vielleicht besorgt den Manager, der dann zwar 20% kriegt, aber seinen Job, der das auch mehr als verdient, weißt du? Hat sich durch diese Struktur jetzt auch deine ganze Einstellung zur Arbeit geändert? Bist du jetzt vielleicht ein bisschen fleißiger oder musst ein bisschen mehr arbeiten als vorher? Auf jeden Fall ist es mehr geworden, weil ich jetzt motivierter bin natürlich oder auch natürlich auch ein bisschen mehr Druck habe. Jetzt muss ich natürlich auch was abliefern, aber es ist nicht so, als ob ich nie geschrieben habe und jetzt denke, scheiße, wo kriege ich Songs her? Läuft alles gut, weil ich ja eh immer schreibe und keine Ahnung, also es soll sich eigentlich nichts ändern, wünsche ich mir. Natürlich, es ändert sich ein bisschen, man sieht das Geschäft auf eine andere Art und Weise. Musik machen ist danach ein bisschen was anderes, wenn man immer daran denkt, ah okay, der, wenn man den Beat von da nimmt, sind daher bedeutet dass das für die Punkte und also so darf man gar nicht anfangen zu denken, finde ich. Dann geht die Musik, bleibt auf der Strecke so. Ich versuche es genauso weiterzumachen wie vorher. Ich habe so einen überkrassen Deal, dass es mir echt, dass es mir schon wurscht sein kann. Ich habe nie wurscht, das Wort habe ich noch nie gesagt, geil. Das hätte ich niemals gedacht, weißt du? Ich habe gedacht, ich hätte viel weniger zur Verfügung überhaupt und wäre auf mich allein gestellt. Hab jetzt das Megateam und auch noch ein bisschen Cash. Also da muss man einfach jetzt nur Musik machen und das Beste daraus machen. So. Kommen wir nochmal zu der Entscheidung. Du hast ja selber gesagt, Universal, sorry meine Stimme, Universal war auf jeden Fall nicht das einzige Label, was an dir interessiert war. Wieso hast du dich aber letztendlich für die Leute entschieden? Also gab es vielleicht auch einen Moment, wo du überlegt hast, dass ein anderes Angebot dir auch attraktiv erschien? Oder waren alle anderen einfach so low vom Angebot her, dass es klar war? Auf jeden Fall habe ich drüber nachgedacht. Also das war nicht, das ging ja sehr, okay, sehr lang nicht, aber es ging über 3 Monate das Ganze und da, es war nicht ganz klar von Anfang an. Das war wirklich, hat sich im Endeffekt so rauskristallisiert. Es hat mit Neffi zu tun auf jeden Fall. Ich habe viel Wert darauf gelegt, dass es Neffi macht, weil Justin ihn auch kennt zum Beispiel. Nein, nicht weil er ihn kennt, aber ich kannte ihn halt auch. Ich wusste auch seine Qualitäten und ich wollte das und er wollte es coolerweise auch. Er ist halt bei Universal und das mit dem Verlag, da ist halt, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Verlag ist ja im Endeffekt gleich, der macht ja ungefähr das Gleiche, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, der Verlag, der Unterschied nicht so wichtig wie das Label, die Behauptung würde ich mal aufstellen und da ist einfach das Angebot von Universal unschlagbar gewesen. Und ja, beim Label wollte ich es einfach, wie gesagt, wegen Neffi, da habe ich mich entschieden, nachdem ich alle getroffen habe, cool, ich glaube, der ist der krasseste.
Was wird es jetzt noch für einen Einfluss auf dein Album und vielleicht auch dein Image haben? Manchmal haben ja auch Fans so ein bisschen Angst, dass ein Label vielleicht den Künstler in irgendeine Ecke versucht zu drängen, dem irgendein Image aufsetzt oder dass sie vielleicht Einfluss nehmen auf deine Musik, dass die auf einmal anders klingt. Läufst du Gefahr, da irgendwie zu großen Einfluss von anderen Leuten zu bekommen oder kannst du dein Ding weitermachen? Ich glaube, meine Leute, meine Anhänger sind nicht so, dass sie das denken, weil ich meine, ich bin wegen meiner Mucke gesigned worden. Ich hatte nicht mal aufgenommene Songs. Ich bin mit Neffi ins Studio gegangen, habe eine halbe Stunde was vorgerappt. Das war meine Eintrittskarte und hatte natürlich jetzt halt die paar Songs im Internet und Cover My Song, aber wir hatten vor dem Deal, hatte ich keine Songs zum Zeigen und ich habe dann einfach was vorgerappt und deswegen ist ein bisschen die Faden verloren. Ich wollte darüber reden, was das Label jetzt sonst noch für einen Einfluss auf dich nimmt. Nichts, es stimmt. Ich habe die Musik ja schon mitgebracht, mehr oder weniger. Natürlich haben wir jetzt noch mehr musikalische Möglichkeiten, ein besseres Studio zum Aufnehmen und das alles verbessert sich halt dadurch, aber im Endeffekt auf mich Einfluss wird es nur professionell nehmen. Also wenn überhaupt, habe ich jetzt einen besseren, ich will jetzt irgendwie nichts weiß sagen, aber vielleicht einen besseren Produzenten hier, einen besseren Sänger da, ein besseres Mikrofon hier. Das wird sich vielleicht ändern, aber keiner sagt mir, mach jetzt die Mucke. Im Gegenteil, die sagen mir echt alle, mach das, was du machst. Jeder sagt mir, wenn er was nicht gut findet oder wenn er was sehr gut findet, das, darum bitte ich die Jungs auch, aber überhaupt nicht so, dass er jetzt sagt, mach mal jetzt die Single hier und wir brauchen jetzt das, diese, gar nicht, wirklich. Und das werdet ihr hören und meine Mucke wird genau die sein, die ich immer gemacht habe oder zumindest genau die, die ich machen will, das ist das Wichtigste. Ich würde nicht sagen, die ich immer gemacht habe, es hat immer, man entwickelt sich ja immer, aber sonst ist da kein Einfluss drauf, hoffentlich. Einfach, es wird noch geiler, Mann. Ich habe einfach Universal im Rücken. Was ist los? Wie sieht's gerade so in deinem Inneren aus? Es ist ja alles schon sehr viel, was jetzt auf dich einprasselt. Du musst dir wahrscheinlich finanziell jetzt gerade erstmal nicht mehr so doll Sorgen machen, was die nächste Zeit betrifft. Du hast aber andererseits natürlich auch einen riesen Druck, weil da glauben Leute an dich und du musst ja irgendwie auch abliefern. Geht's dir gerade gut soweit oder kommt da vielleicht auch so ein Stück Angst, was jetzt alles auf dich zukommt noch? Also ich muss korrigieren, das mit dem finanziell abgesichert ist natürlich, das stelle ich mir anders vor, finanziell abgesichert zu sein. So ein Vorschuss, den muss man jetzt wieder eins für erarbeiten, das ist, was ich jetzt arbeiten werde, weißt du? Ich denke jetzt nicht, ich bin jetzt nicht reich oder so. Aber natürlich geht es einem besser als vorher. Aber ja, ich habe schon wieder einfach angefangen, verdammte Scheiße. Überwiegt gerade so die Euphorie, die Freude darüber oder die Angst vielleicht auch zu versagen oder den Vorstellungen nicht gerecht zu werden? Ja, es ist schon ein bisschen Druck, es sind gemischte Gefühle. Ich freue mich extrem darüber, aber ich denke mir, wäre es nicht leichter gewesen, es allein zu machen und wenn du dann versagst, bist du nur für dich verantwortlich? Diese Frage stelle ich mir ab und zu, aber eigentlich mache ich mir jetzt keine, ich habe jetzt keine Angst, so, es sind gemischte, es ist echt ausgewogen. So. Ich freue mich sehr darüber, aber im Endeffekt hält es mich so lange auf dem Boden, weil ich weiß, ich mache meine Mucke einfach weiter, ich kann eh nichts mehr daran ändern jetzt, ich muss jetzt einfach mein Album abgeben, wenn es läuft, läuft es, wenn nicht, nicht. Ich mache mich da jetzt nicht wahnsinnig und keine Ahnung, es ist wie es ist, es ist gemischt, keine Ahnung, es ist wie es ist, so. Ich muss jetzt da durch, so. Ich freue mich einerseits, aber wenn es nicht klappt, werden viele Leute enttäuscht sein, daran denkt man echt, also ich denke über sowas leider nach, aber. Der Tag, an dem du unterschrieben hast, war ja sicherlich bis jetzt einer der größten Tage bislang in deiner musikalischen Karriere. Wen hast du zuerst angerufen, nachdem du unterschrieben hast? Mom. Was hat Mom gesagt? Sehr emotional reagiert, hat sich sehr gefreut natürlich. Also was sie genau gesagt hat, weiß ich nicht. Ich freue mich sehr. Und sie wusste, sie hat an mich geglaubt. Und sie wird auch als allererstes ein Haus von mir kriegen. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, deine Freunde, auch deine rap-technischen Wegbegleiter, ob es jetzt Zilla oder Flair oder auch von ganz weit zurück Savage, haben Leute dir gratuliert, haben sie mit dir darüber geredet, hast du sie informiert? Also ich habe im Prinzip niemanden informiert, weil ich habe das mit dem Verlag einmal gepostet, danach waren das News, irgendwie wussten es danach schon mehr, als ich wollte. Ich dachte, wen soll ich das jetzt auf die Nase wenden? Das kommt ja auch ein bisschen komisch, ey, ich habe jetzt einen Universal-Deal. Ich hätte mich gefreut, wenn irgendjemand mir gratuliert. Von den Kollegen hat sich eigentlich niemand gemeldet, außer meine Jungs. Joe Consilla natürlich haben mit mir geredet, aber wer mir gratuliert? Ich glaube, niemand hat mir gratuliert. So, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das untergeht oder ob man das gar nicht mitkriegt. Das weiß ich nicht, woran das liegt. Musst du vielleicht die Leute mal fragen. Aber mein Umfeld hat sehr positiv reagiert. Ich glaube auch, dass meine Fans sehr positiv darauf reagiert haben. Und nicht jetzt diesen, wird der jetzt kommerziell? Da gibt es natürlich immer ein paar, aber die wissen auch halt, ey, das ist das Beste, was mir passieren kann. Und ich glaube, die freuen sich. Und mein Umfeld hat genauso reagiert. Und meine Freunde und meine Familie sind stolz auf mich auf jeden Fall. Und wir hätten das wirklich alle nicht für möglich gehalten. Da gibt es natürlich ein paar, die jetzt sagen, ja, ey, ich wusste das und ist auch cool, ich freue mich darüber. Aber Hand aufs Herz,
Das habe ich niemals für möglich gehalten. Alles nicht. Ich dachte damals, wow, du hast ein Sauerfeature, mehr willst du nicht, Digga. Ernsthaft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwie mal Musik machen werde und davon leben kann. So. Niemals. Das ist zu krass. Aber trotzdem müsst ihr an euch glauben. Ich will jetzt nicht damit sagen, ihr müsst nicht an euch glauben und ihr schafft es trotzdem. Aber so weit habe ich mich nicht zu träumen gewagt. Du hast ja auch dafür gearbeitet. Ist ja nicht so, dass man es dir geschenkt hat. Jahrelang auf jeden Fall, ohne was dafür zu kriegen. Also das muss man auch stund schon. Vor dir haben ja kürzlich auch andere Rapper durch ein Label auch kommerziellen Erfolg bekommen, sei es jetzt Casper oder Materia. Glaubst du, dass das mit deiner Art von Rap auch funktioniert, die ja immer noch mehr Rap ist, im Auge des Rap-Betrachters, sage ich jetzt mal so? Auf jeden Fall. Na klar. Also ich feiere die Jungs, ich respektiere, was sie machen und ich finde jetzt auch, man sollte gar nicht immer, ist das noch Hip-Hop, ist das nicht Hip-Hop? Ey, ist es Musik, die dich anspricht oder ist es Musik, die dich nicht anspricht? Mehr will ich gar nicht wissen. Spricht mich an, phasenweise, also manche Songs mehr, manche weniger, aber spricht mich auf jeden Fall an und ich glaube, dass meine Sachen das auf jeden Fall auch können. Also das ist jetzt nichts gegen die Jungs, aber ich muss mich da jetzt auch nicht verstecken, lass meine Sachen erstmal kommen. Ist halt echt was ganz anderes. Ich mache mehr Straight Rap so und habe trotzdem, glaube ich, die Facetten, die die Jungs so auch in den letzten Jahren sich irgendwie mit durchs Leben angeeignet haben. Ich bin ja durchs selbe Leben gegangen, so gesehen. Also, die alle hier, man kriegt. Ich glaube, das sind so Facetten, die man vielleicht hier und da mal auch hören kann. So. Also, dass ich mich auch nicht nur in dem Rap-Bereich bewege, so, weißt du, aber das ist schon der Fokus. So. Aber ich singe auch sehr gerne eine Hook, so ist es nicht, weißt du, also, lass dich überraschen. Dann lass uns nochmal über einen deiner alten Wegbegleiter Flair sprechen, der ja nun auch immer wieder Interesse bekundet hat. Er möchte dich unbedingt sein. Ich glaube, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt zugibt, aber so ein bisschen enttäuscht ist er schon darüber, dass du letztendlich bei Universal gelandet bist. Wie kommst du darauf? Du hast ihn ja interviewt da, oder wie kommst du darauf? Naja, ich glaube, dass er natürlich damit jetzt auch sieht, dass ja, sein Wunsch, dich zu sein, halt nicht funktioniert hat und er wahrscheinlich auch den Erfolg gerochen hat mit dir. Was natürlich für keinen Geschäftsmann ein schöner Move ist, dann das nicht zu kriegen, was man gerne hätte. Aber als Freund freut man sich da doch hoffentlich. Hoffe ich mal sehr stark. Also kann ich dir nicht sagen, wir haben kurz danach mal telefoniert, aber da war das mit dem Label-Deal noch nicht mal und ich weiß gar nicht, was er davon denkt. Ich hoffe, dass er sich freut. Natürlich ist es vielleicht aus Business-Aspekten blöd, wenn er jetzt das Geld verdienen würde, aber hey, er hat natürlich auch seine Über-Gold-Zeit gehabt. Also es ist ja nicht so, als ob er jetzt nie was geschafft hat oder so. Er weiß, er war ja schon ganz oben und überall und er sollte das und das tut er, glaube ich, auch uns das gönnen. Und das, ich glaube und hoffe mal. Das tun alle Jungs, mit denen ich zu tun habe. Also vor kurzem habe ich gelesen, Savas sagt irgendwo, er ist stolz darauf, dass ich jetzt gesigned wurde, weil er schon mit mir Songs gemacht hat, als noch keiner gerochen hat, den Bratenmäßig. Und das ist ja auch für ihn so ein. Und das finde ich cool. So. Ich habe das auch voll geglaubt und ich hoffe, das ist so. Und ich freue mich dann auch darüber. Aber nicht jeder gönnt das natürlich einem. Ich kann auch diese Angst verstehen. So. Also, das ist alles menschlich. So. Wenn Flair jetzt denkt, scheiße, das wäre mein Geld gewesen, ist halt scheiße. Stand denn für dich irgendwann mal wirklich zur Debatte, bei Maskulin zu sein? Nee, also ja, wir haben natürlich darüber geredet, aber bei Maskulin, also Südberlin-Maskulin sollte es ja auch erst heißen. Ich habe von Anfang an gesagt, ey, ich bin kein Berliner und das ist nicht mein Film. So, ich will jetzt jahrelang Mucke machen, meine eigenen Sachen und Alben und das kann ich nicht so, wenn ich damit beginne. Dann bin ich direkt wirklich in der Schublade. Ich mache gerne mit euch Mucke. In erster Linie hat Zilla mich ja überhaupt dahin gebracht und ja, ich habe auch in erster Linie mit Flair zusammengearbeitet, um ihn, weißt du, und nicht um mich dahin zu sein. Nicht um mich irgendwie in vorteilhafte Position zu bringen, sondern um Mucke mit ihm zusammen zu machen. Ich war ja auch auf den Alben drauf, aber nicht um da zu sein. Und ich habe schnell gemerkt, da geht mehr so. Wir haben auch ganz viele Leute da draußen, so hier sogenannte A&Rs und was die alle sind. Mehr als das und das wirst du nicht kriegen können. Und sign lieber jetzt schnell hier und dann nutz Flair als oder nutz Groove Attack als oder nutz dies. Mehr als das wirst du nicht kriegen. Und ich habe im Endeffekt mehr als alles. Und was so, also, weißt du, das ist, man muss immer, Geduld ist eine super Tugend, sage ich euch. Nicht immer voreilige Schlüsse ziehen und nachdenken. Und im Endeffekt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich stand nie wirklich lang zur Debatte. Wir haben darüber geredet. Ich habe Flair gesagt, ich habe mehr vor. Und er hat es verstanden eigentlich. Also er hat auch nie gehatet dann so. Oder also er war kurz natürlich enttäuscht, aber er hat jetzt nicht gesagt, ey, du Wichser, hoffentlich. Es ist, wie es ist, Alter. Was anderes möchte ich ihm auch nicht unterstellen, außer einer kleinen Du Enttäuschung. hast gemerkt anscheinend. So. Das ist eher eine Vermutung, die man, glaube ich, bei jedem anstellt in der Situation. Ist ja wahrscheinlich. Okay, der wollte mich jetzt auch nicht für irgendwie für irgendwas sein. Aber ja, okay. Registriert, aber ich glaube, es ist nicht so.
Ich hoffe, es ist nicht so. Wie sieht es generell aus jetzt mit Leuten wie Zilla, Joker, Flair? Werden die in Zukunft auch noch musikalisch eine Rolle spielen? Werden die Platz finden auf deinem Album? Oder geht es da jetzt zu 100% um dich? Also mit Joker und Zilla ist der Albumsong einfach schon fertig. Deswegen, Joker und Zilla sind definitiv drauf auf einem Song. Wie das jetzt sich noch weiterentwickelt, weiß ich nicht. Vielleicht sind die auch noch dreimal am Ende, wenn das Album fertig ist, drauf. Aber das kann ich ja nicht sagen. Also die machen, mit Joker bin ich eh übercool. Also auch wenn er jetzt gerade nicht ein aktuelles Album oder so am Start hat, er ist ja immer mit uns. Er macht ja auch Mucke, sehe ja, was er macht. Da wird auf jeden Fall was kommen. Mit Zilla, das läuft auch genauso weiter. Und was mit Flair jetzt, je nachdem, wie ich das jetzt entwickle, wenn er das überhaupt will. An den letzten Videos, sorry, wurde ich rausgeschnitten. Was ich jetzt gar nicht wertend sagen will, aber ich habe halt nicht bei Maskulin gesigned. Dann gehöre ich anscheinend nicht in die Videos, obwohl ich auf beiden Songs gefeatured bin. Es ist, wie es ist, sage ich jetzt zum dritten und letzten Mal, aber das will ich jetzt auch gar nicht werten. Aber mal sehen, wenn er das noch will, so, weißt du, wenn es, klar. Also bei mir ist immer Platz. Ich habe ein großes Herz, bin ich nachtragend, ich bin kein Wichser. Also klar, machen wir Musik, wenn die Jungs wollen, wenn die cool sind. Du wirst ja durch Universe jetzt sicherlich auch leichter Kontakte zu anderen Musikern, sei es jetzt Sänger oder andere Produzenten, finden. Hast du da irgendwie schon so eine Traumvorstellung, wen du vielleicht auch in Zukunft gerne mal mit im Boot hättest? Nee. Also ich lerne, wenn ich Leute kennenlerne und die sind überkrass, dann feiere ich das. Aber ich will jetzt nicht, weil einer krass ist und ist jetzt auf demselben Label, jetzt sofort hier, ich will anfragen. Eigentlich nicht. Ich will immer noch Styles P, so. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Das Album soll auch nicht so cool sein, ich muss mal hören, mal sehen, ob der noch fresh ist überhaupt. Nur weil der Styles P ist, hat er bei mir nicht gewonnen, er muss auch rappen, aber ich würde gerne mal mit dem Video drehen, ehrlich gesagt. Das ist aber so das Einzige, was ich so in die Richtung habe. Ich bin froh, jetzt NZA und die Gang kennengelernt zu haben, weil auf musikalischer Ebene, ich kann Beats von meinen Jungs mitbringen, die auch sehr musikalisch und kreativ alle sind, aber hier kriegst du einen Sound, so, weißt du, hier wird einfach alles professionell, so. Das ist das Geile daran. Das habe ich ja auch übers Label bekommen. Weißt du, im Prinzip habe ich Neffi gesagt, ich hätte gern das und das. Und die Jungs hatten zufällig Bock drauf. Aber eigentlich hätte ich ja alleine wahrscheinlich das nicht auch finanzieren können und nicht klar geschossen, weißt du? Aber das ist so. Das ist nicht dein Magen, der hier so knurrt, oder? Das ist Miles. Miles ist einfach eingeschlafen da hinten auf der Couch und schnarcht so laut. Ich habe mich das vor 5 Minuten schon gefragt. Ich dachte, du hast Hunger zufällig. Habe ich nebenbei auch. Essen wir vielleicht später oder so, ich sterbe. Ich weiß, es ist immer unfassbar schwer, das von sich selbst irgendwie zu sagen oder sich selbst einzuschätzen, aber was glaubst du denn, wieso das eigentlich bei dir gerade alles so läuft, wie es läuft? Das ist ja wahrscheinlich eine Geschichte von 5000 Leuten, die es wollen. Hast du irgendeine Idee, warum du gerade so begehrt und beliebt bist bei allen? Nein. Also, es wird nicht eine Sache sein, keine Ahnung. Es ist ein bisschen so, es ist die Anhäufung von ungeplanten Zuständen, die geherrscht haben bei mir. Ich habe durch einige Sachen, die mir passiert sind, gewisse Sachen gemacht, die mir dann irgendwie immer einen Vorteil verschafft haben. Aber ich habe es mir halt nicht geplant oder habe nicht gesagt, ah, deswegen wirst du es eh bald schaffen. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Es ist alles zusammen so. Am Ende des Tages ist es natürlich mein Flow, aber ich weiß es nicht. Also es kam vieles zusammen. Das Albtraum-Video kam in einem günstigen Moment, dann diese Cover-My-Song-Geschichte kam in einem günstigen Moment. Jeder Rapper hat irgendwie mir ein Feature auf seinem Album angeboten, das kam in einem günstigen Moment, das ist einfach ausgebrochen. Also davor war es ja auch nicht so. Keine Ahnung, ich hab davor auch gerappt. Deswegen sag du es mir mal. Also ich sag auch immer, wenn du mir sowas fragst, sag du es mir doch, aber ich weiß es nicht. Also Savasch hat ja zum Beispiel auf seinem Album einen Song über seine Stimme, wo er zum Beispiel auch sagt, dass er vermutet, dass seine Stimme mit seinem Erfolg zu tun hat. Dann sag ich dir was. Dann weiß ich, also dann hat es bei mir nichts mit der Musik zu tun. Ich schwör's dir, so eingebildet das jetzt klingen mag, und ich bin ja nie eingebildet, aber dann ist es meine Art, weil ich mit den meisten Leuten einfach klarkomme. Also ich habe schon oft gehört, ey Dicker, du bist nur, weil du so bist, da, wo du bist. Also das sagen mir meine Jungs, die mich kennen, so. Kann sein, dass es wirklich Karma-Geschichten ist, einfach. Also ich sag's immer, wer Gutes tut, kriegt Gutes zurück, und man kann es keinem beweisen, muss man auch nicht. Wenn man selber weiß, dass man Gutes tut, und ich rede hier nicht davon, einem Penner einen Euro zu geben, einmal oder... Weißt du, ernsthaft, wer selber, dann kriegst du Gutes einfach auch immer zurück. Nicht immer, und es ist nicht immer ausgewogen. Also du kannst es nicht, ich habe jetzt eine gute Sache, wo bleibt das, weißt du? Aber es ist so. Ich sehe es an meinem Leben. Es hat mit meiner ersten großen Liebe begonnen. Ich wollte immer dieses Mädchen, meine ganze Jugend lang, und dann kam sie zu mir. So, ernsthaft. Ich wollte immer mit Savasch rappen. Ich habe die nie angeschrieben. Sinan kam zu mir. Ernsthaft. Und das ist jetzt mit Universe irgendwie dasselbe. Mein erster Deal, den ich unterschreibe, ist direkt Major. Und es ist Karma. Deswegen,
tu Gutes, ernsthaft. Also ich bin nicht so ein Esoteriker, aber ich merke es an meiner Erfahrung. Tut Gutes und ich kriege Gutes zurück. Seid gut zu eurer Mama. Was wünschst du dir denn als nächstes? Dann können wir jetzt schon mal gucken, was dann bald kommt, wenn es sich dann auch wieder bewahrheitet. Ich wünsche nicht so konkret, weil dann hätte ich mir schon längst sechs Richtige gewünscht oder so. Ich glaube, dann geht es auch schief. Sei einfach gut und erwarte einfach das Größte von allem. So, wenn du klein denkst, kriegst du auch nur kleines Gutes. Du musst wirklich davon ausgehen, das Allergrößte und meiste zu erreichen, was nur geht. Und so, dann kannst du dem dich auch nähern. So, wenn du selber davon nicht ausgehst, nicht, aber schwer. Hattest du in letzter Zeit denn irgendwie einen Plan B? Hast du darüber nachgedacht, was passiert, wenn es jetzt doch alles nicht so geil wird, wie vielleicht mir viele Leute das prophezeien? In letzter Zeit nicht mehr so oft, also ich sage, wenn man jetzt viel Musik macht und jetzt glaubt man dran und ist mittendrin. Ich denke jetzt sehr wenig daran, was mache ich, wenn ich jetzt nicht rappe, weil ich rappe jetzt einfach erstmal die nächsten 10 Jahre. Aber ich habe ja Fachabi. Ich studiere sicher irgendwann mal irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Ich habe mich mal eingeschrieben, die haben mich nicht angenommen, die Flecken. Und Dann hast du es dir vielleicht nicht doll genug gewünscht. ich habe es mir gar nicht gewünscht. Soll ich aber die Wahrheit sagen? Ich wollte es wegen meinen Eltern machen. Mein Geist wollte es gar nicht. Deswegen hat es nicht geklappt wahrscheinlich. Ich wollte es wirklich nicht. Also ich wollte es machen, um meine Eltern glücklich zu stellen. Aber Gott sei Dank wurde ich nicht angenommen und habe Musik weitergemacht. Wer weiß, sonst wäre ich heute vielleicht schon irgendwie so ein Jugendarbeiter. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Nein, will ich ja auch noch, egal wie, sage ich auch immer, wenn ich mal Multimilliardär bin. Ich will das trotzdem, also ich werde das machen. So. Ich werde irgendwann mal, glaube ich, in einem Jugendzentrum Rap-Unterricht oder so ein Kram, irgendwas, wo es gefragt wird. So. Ich will irgendwas sowas in die Richtung mal irgendwann machen. Habe ich auch in meiner Jugend schon. Also komischerweise war es schon immer so. Ich war in so einem Jugendzentrum, wo wir bis wir 14, 15 mal rumhängen durften. Danach sind wir rausgeflogen. Aber da waren wir auch schon immer so in diesem, weiß ich nicht, immer schon ein bisschen in diesem Sozialfilm. Ich finde das sehr gut. Also Menschen sollten anderen Menschen helfen, wenn sie die Möglichkeit haben. Ich habe das Gefühl, ich kann anderen helfen. Das Gute ist, du wirst ja dadurch auch durch deinen Erfolg mehr und mehr die Möglichkeit bekommen, anderen zu helfen. Ich merke jetzt, ich mache Crossover regelmäßig. Das war jetzt meine dritte oder vierte Schule. Ich komme gerade aus Korbach. Geschichte mit Samy Deluxe, ne? Genau, da geht man an Schulen und gibt halt 8 Klässlern in der Regel, am besten Hauptschule und Realschule meistens zusammen, die halt sich irgendwie meiden. Macht halt Crossover mit denen, macht Rap-Unterricht, Graffiti mit Scotty und so ein Kram. Und ich merke jetzt von Schule zu Schule, mein Bekanntheitsgrad hat sich ja wirklich in den letzten Jahren einfach irgendwie vermultifacht. Ich weiß nicht wie viel. Das hat man wirklich an der Schule gemerkt. So in der ersten Schule wusste, also ich wurde sehr akzeptiert und die hatten alle Spaß mit mir, aber da wusste kaum noch einer, wer ich bin. Kaum einer, wer ich bin. Und jetzt in Korbach, da haben die halt alles, kamen auf dem Schulhof und alles rein, Emo-Arm und so weiter. Also. Keine Ahnung, das ändert sich und das merkt man jetzt auch. Und es schadet ja auch nicht. Ich mache soziale, also was Gutes, fühle mich gut dabei und ey, ganz ehrlich, die Leute feiern dich dann auch und die wissen das zu schätzen. Die kaufen sich auch dein Album und die mögen dann, die, weißt du, die sehen viel mehr den Künstler und den Menschen so. Das alles passt gut zusammen. Neben deinem Bekanntheitsgrad, was glaubst du, was sich in nächster Zeit noch ändern wird? Du wirst jetzt auf jeden Fall, glaube ich, in naher Zukunft nach Hamburg ziehen. Hast du da schon Pläne, wie du leben willst? Wirst du deinen Lebensstandard heben? Also ich wollte mir eine Zeitung kaufen, ans Strand legen und meine Haare wachsen lassen am ganzen Körper und einfach liegen bleiben mit dem Moos. Nein, ich ändere nichts mal, ernsthaft, gar nicht. Ich ziehe nach Hamburg, weil ich Zentraldeutschland mich da irgendwie fühle. Ich kann nach Berlin, ich kann nach Aachen, ich mag die Stadt. Aber ich habe gar nicht vor, mir jetzt eine Loft zu kaufen und einen fetten, also ein Auto werde ich mir zulegen müssen. Ich brauche ein Auto einfach. Es geht nicht mehr. Ich will ja nicht fliegen. Das ist ja schon, habe ich ja vorgestern oder so erzählt, bei KISS. Aber Was heißt denn hier bei KISS? ja, ich will jetzt keine freie Schleichwerbung, weil es eigentlich so Ich nicht. glaube, man darf sagen, dass ich auch bei KISS FM KISS arbeite. FM, Baby. Du hast über deine unglaubliche Flugangst Ja. gesprochen. Und Das wird natürlich in Zukunft boah. schwierig, ne? Nee, ich hole mir einfach ein Auto, weißt du? Dann fahre ich einfach überall hin. Aber nach LA kannst du nicht mehr im Auto fahren. Aber wir sind ja eben, weißt du noch, als wir Übersee gefahren sind, man kann ja aufs Schiff. Ich gehe einfach aufs Schiff, ey, alles. Wenn du Geld hast, geht das. So, wenn du ein Auto dir kaufen kannst, ein gutes, dann kannst du auch damit fahren. So. Ein Also brauche ich Gebrauchtwagen darf nicht es mehr. aber nicht sein. Doch, so bin ich nicht. Klar darf es ein Gebrauchtwagen. Also ich hätte gerne mal einen Neuwagen, aber hatte ich noch nie, hat noch Zeit und es darf auch ein Gebrauchtwagen sein. Mein Bruder ist Autohändler, Ali, Peace. Macht gute Autos, klar. Muss ich mich mal melden. Brauche auch was Neues. Ja, kannst du wirklich machen. Der hat von klein bis groß für jeden was da. Dann nochmal zurück zu Cover My Song.
Obwohl ja viele gesagt haben, ist eventuell schwierig, könnte negativen Einfluss haben auf dich als Rapper. Bei dir war es alles ganz anders. Jetzt habe ich irgendwie gehört, dass es eventuell sowas wie ein Promi-Dinner mit Cover My Song-Kandidaten geben soll. Ist das jetzt auch noch was, wo du mitmachst, oder sagst du, da ist jetzt auch Schluss? Ich wurde als erstes gefragt und ich habe sofort Nein gesagt, aber Ponks hat auch schon davor sogar Nein gesagt. Also mein Manager hat coolerweise in meinem Namen sofort allergisch reagiert. Also es ist auch nicht so, als ob ein Fernsehauftritt uncool ist. Ich fände es irgendwie witzig, aber es geht einfach nicht so. Das hat nichts mit Musik zu tun und ich kann nicht kochen. Also ich kann gerade so, ich kann ja nichts Besonderes kochen und warum? Aber ich habe gehört, Ferret und Kitty Cat machen das, glaube ich. Ja? Habe ich gehört, auf jeden Fall. Jetzt weißt du es auch. Was ich auf jeden Fall. Die beiden. Ja, witzige Kombination, aber der eine macht's, der andere nicht. Gäbe es andere Fernsehformate, wo du sagst, da spielt meine Musik noch so weit eine Rolle, dass ich mir es vorstellen kann? Oder ist das für dich alles so ein bisschen zu doll B-Promi-mäßig? Also, wie man an Cover My Song sieht, kann man ja sowas erstens immer noch entwickeln, neue Konzepte. Und es wird natürlich hier Bundesvision Song Contest und so ein Kram. Also ich würde mal für NRW, wenn ich mal einen niceen Song habe und da auserwählt werde, würde ich bei sowas auf jeden Fall mitmachen. Aber alles andere natürlich nicht. Also jetzt so DSDS-mäßig oder so, wohin? Ne, alles Wichsflecken. Alter. Dschungelcamp, die Alm. Ne, wirklich nicht. Also ich glaube und hoffe und bete nicht mal in 20, 30 Jahren. Niemals. Wirklich nicht. Ich glaube, das hat auch sogar Echo abgesagt. Habe ich gehört, Dschungelcamp. Da kriegst du eine Stange Geld, ne? Obwohl es so viel, glaube ich, auch nicht ist, dass es das entschädigen würde, was du da erlebst. Ich glaube, sehr viel. Wie viel denn so, denkst du? So 50.000 oder so? Genau, ist doch nice. Für ein paar Käfer, 50.000? Ja, aber dein Stolz, ja, deine Ehre, ja, deine Persönlichkeit bleiben alles im Dschungel. Aber ja, lass mal den Dschungel im Dschungel bleiben und die Käfer. Es ist zwar auch eine Standardfrage, aber gerade in deiner jetzigen Situation ist es vielleicht ganz spannend. Denkst du jetzt mal so darüber nach, was in 10 Jahren bei dir ist? Wo siehst du dich da? Wo wärst du gerne? Ich denke nicht drüber nach, aber ich wäre gerne ganz oben auf jeden Fall. Ganz klar. Also es gibt viele Rapper, die sich für die nächste große Nummer halten. Ich werde ab und zu von manchen Leuten dafür gehandelt, sehe es selber jetzt nicht mal so, weil ich mache von Album zu Album, ich denke nicht, was ist in 10 Jahren, aber langfristig das Ziel, alles zu zerstören und die rappende Nummer 1 zu sein einfach. Nur die rappende Nummer 1 oder generell die musikalische Nummer 1? Ich habe gerade Sammy live gesehen vor ein paar Tagen, der ist so musikalisch, das ist so eine runde, unglaubliche Show, sowas habe ich selten gesehen. Ich glaube, das kannst du erst mit den Jahren so. Das, weil, also, ich kann jetzt nicht einen auf, ich nehme jetzt 7 Geigen und mache jetzt hier Chor und ich kenne mich da voll aus und hier machen wir Blues und hier Jazz. Und, also, das muss man sich erstmal mit den Jahren, glaube ich, auch wirklich aneignen, reinziehen, auseinandersetzen damit und das entwickelt sich so. Deswegen erstmal die Rappende, ganz klar. Ich will, viele halten sich auch für die spittende Nummer 1 da draußen, habe ich festgestellt. Ich sehe da nicht auch allzu viele Schwierigkeiten. Also, es gibt 5 Rapper, die sind alle schon erfolgreich, die finde ich krasser als mich. Und mit dem vergleiche ich mich ja nicht. Und von den 9, jetzt mal Hand aufs Herz, ich setze mich auch nicht mit allem auseinander, aber da ist jetzt auch nichts so, wo ich denke, oh oh. Und da soll jetzt erstmal einer kommen so und mein Album toppen, was jetzt kommt. Ihr werdet es bald hören. Und in 10 Jahren hoffentlich das 10. Album toppen, was dann kommt. So. Und klar, so Anspruch, jeder Rapper sollte das auch so sehen. Ist jetzt so competition-mäßig einfach aufgezogen, aber ist halt so. Ich will die Nummer 1 sein auf jeden. Zum Thema Zerstören, was du gerade gesagt hast, hast du, glaube ich, auch gestern oder so bei Facebook gepostet, dass Aura alles zerstören wird. Ist es für dich immer noch wichtig, auch zu gucken, was der King of Rap macht, Savage? Hast du vielleicht auch den Anspruch, dem gerecht zu werden, irgendwann auch diesen Stellenwert zu erreichen? Klar. Also ich hoffe, dass er mir eine ausführliche Kritik über mein Album schickt, wenn er es gehört hat. Ich achte sehr drauf, was diese paar Leute machen. Also ich ziehe mir das zumindest sehr rein. Wirklich alles, was sie so machen eigentlich. Also wenn die Alben raushauen, Mixtapes. Das geht jetzt nicht nur für Savage, aber besonders auch noch bei Savage. Und habe das Album coolerweise von Mel vorgespielt bekommen. Vorgestern, glaube ich, oder gestern. Beim Savage-Album brauche ich auch immer 3, 4 ganze, einmal also ganz durchhören, damit ich alles gecheckt habe. So. Das habe ich halt noch vor mir. Aber ich sag nur, ich will dafür auch nichts verraten. Seid einfach gespannt. Er spittet wie lange nicht mehr auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen. Vom Spitten her ist alles vorbei.
ich muss mir auf jeden Fall nochmal, also um ganz offen zu sein, ich muss mir die Beats alle nochmal reinziehen, ich muss die Songkonzepte nochmal so richtig dann einzeln vor Augen haben, aber war schon sehr krass. Lässt du dich denn von irgendwas oder irgendwem noch inspirieren, rap-technisch? Oder ist das nur noch dein eigenes, was aus dir rauskommt? Ich höre mittlerweile viele andere Sachen. Ich liebe Frank Ocean. Ich habe jetzt sogar gehört, der wäre schon wieder ausgelutscht und der war schon längst in und so. Es ist alles an mir vorbeigegangen. Ich erfinde ihn gerade für mich und sehr geil, so eine Musik auf irgendwie feiere ich im Moment sehr. Vielleicht, weil ich so melancholisch bin und irgendwie im Moment echt alles so, alles ist so mit Emotionen, weiß ich nicht, alles schwer. Aber melancholisch im positiven Sinne. Ja, der hat ja auch nicht nur positive so, ne, eigentlich nicht. Der singt darüber, dass er 1000 gebrochene Herzen im Sack hat und Ich meine deine Melancholie. ja, geht so, die ist auch nicht so positiv. Also, geht so. Mal freue ich mich auch, diese positive Emotion, aber ich bin meistens so, ich weiß nicht, das kann man nicht ins Wort fassen. Ich bin so, weiß ich nicht, irgendwas so drückt mir auf die Ist Schulter. doch ein bisschen Druck da, ne? Ja, auf jeden, klar, auf jeden Fall. Aber was die Grundfrage war, was nochmal? Ob dich irgendwas gerade Achso, ja, inspiriert, genau. musikalisch, vielleicht auch bei der Albumproduktion? Also wirklich, früher hat mich so zum Beispiel Sabas Mucke oder viel deutsche Mucke halt auch, was heißt inspiriert, aber ich habe mir das angehört so und das ist ernsthaft nicht mehr so, weil ich das einfach größtenteils nicht mehr hören kann in dem Ausmaß. Also ich höre mir alles zwar an, aber ich pumpe die Alben nicht mehr so. Ich sitze jetzt nicht mehr zu Hause mit dem Disc mehr wie früher und habe nichts zu tun und höre mir die Alben an. Ich mache die ganze Zeit Musik, deswegen, ich glaube, keiner inspiriert mich mehr als die Jungs, mit denen ich aktiv zusammenarbeite so und das ist Joker vielleicht so. So mit dem, da lache ich mich dann tot, wenn ich mit ihm Songs schreibe, dann finde ich auch wirklich unfassbar krass, was er macht. Oder wenn ich mit Sammy zusammengeschrieben habe, das hat schon sehr Spaß gemacht auch. Das ist unfassbar inspirierend gewesen. Das ist immer nur so ein Moment. Ich kann mir leider nicht die Alben in meiner Ruhe anhören und sage, oh, okay, geil, das mache ich jetzt nach. Das muss schon, also ich gucke mir alles an, nimm die Aufnahme mit, so im Kopf, aber versuche immer ganz stark mein eigenes Ding zu machen. Und ich habe jetzt mit den Jahren ein bisschen meinen Weg gefunden, auf eine Art zu rappen, wie es vielleicht nicht jeder macht, und so ein paar Sachen mitgeprägt und darauf konzentriere ich mich, so meinen eigenen Film zu finden. Das ist ja schwer. Mein erstes Album wird wahrscheinlich facettenreicher als das zweite. Das kann ich jetzt schon wahrscheinlich sagen, weil am ersten versuche ich so gesehen noch alles. Beim zweiten werde ich schon noch mehr sehen, was wirklich mein Ding ist. Und beim dritten wahrscheinlich nur noch das in Perfektion. So stelle ich mir das zumindest vor. Du bist jetzt also schon beim dritten Album. Das erste ist noch nicht mal da. Genau, siehst du, ja, ich bin voll verwirrt. Voller Tatendrang. Dann waren es doch schöne abschließende Worte. Hast du noch irgendwas loszuwerden? Check mein Album aus, Leute. Anfang Januar, Anfang Februar, wer weiß, Anfang März, Anfang des Jahres. Danke an 16 Bars, dass du dir so oft Zeit nimmst, Visa. Danke an alle da draußen, die meine Sachen supporten. So eine Albumphase ist immer schwer. Sorry an meine Freunde, ich meine das jetzt ernst. Ihr seht mich wahrscheinlich jetzt gerade hier das erste Mal seit Wochen. Ich bin halt im Moment echt viel unterwegs. Hallo Eltern. Grüße einfach an alle meine Leute, die im Moment nicht so viel von mir haben, weil ich im Studio gebunkert bin und Musik mache. Aber bald gibt es das Album des Jahres, Jahrzehntes. Peace out. Mo Trip, vis-à-vis. 16 Bars. Vielen Dank. Gerne.